Am 35. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga treffen mit den Thomas Sabo Ice Tigers und den Adler Mannheim zwei Mannschaften aufeinander, die unterschiedlicher in dieser Saison nicht sein könnten. Sein Team hier, das Team von Bill Stuart, die Adler Mannheim mit zuletzt nur einem Sieg aus 7 Spielen. Und sein Team hier, das Team vom Trainer der Thomas Sabo Ice Tigers mit zuletzt 5 Siegen in Folge. Aber Mannheim startet stark in diese Partie. Vom ersten Bulli weg, Druck auf das Tor von Andy Jennecke und die erste gute Möglichkeit für Ryan McMurtry, der aber Jennecke nicht überwinden kann. Und Mannheim spielt in der Folge weiterhin gut, drückt auf die Tube in der Offensive. Die nächste Gelegenheit, David Wolf mit diesem Rückhandschlenzer. Und hier gut zu sehen, der geht an den Pfosten. Ein starkes erstes Drittel von beiden Teams. 0:0. Keine Tore, aber viel Intensität. Der zweite Durchgang. 3,5 Minuten gespielt. Der lange Pass von Stuart für Luke Adam. Der schaut schon mal. Dann kommt der Pass in die Mitte. Und Marcel Gotsch heute wieder in dieser ersten Formation mit Luke Adam und Chet Kolarik aufgestellt mit dem 1:0 für die Adler in der 24. Spielminute. Auch da wieder ein starker Auftakt der Adler in dieses zweite Drittel. 6,5 Minuten gespielt, Scheibenverlust von Mannheim. Föderl probiert es einfach mal mit diesem Schuss auf das Tor von Chet Pickard. Und der sieht nicht so gut aus beim Ausgleich für Nürnberg in der 27. Minute. Der Puckverlust der Adler, dann Niklas Torp mit diesem langen Pass für Föderl. Und der durch die Beine von Thomas Larkin, der Ausgleich für die Thomas Sabo Ice Tigers, und die fackelten nicht lange. Nur 13 Sekunden später die nächste Szene. Dupuis mit dem Querpass. Und dann ist ein Verteidiger da, nämlich Tom Gilbert. Der lässt auch noch Chet Pickard aussteigen und markiert das 2:1 für die Gastgeber. Mannheim geschockt. Und dann waren noch 2 Minuten zu spielen. Wieder Nürnberg in der neutralen Zone. Scheibenübernahme von Yasin Elis. Zunächst die Situation scheinbar geklärt. Steckel ist dann am Puck. Und irgendwie kommt der Puck dann zu Reimer. Und der zieht einfach mal ab. Besiegt Chet Pickard mit diesem direkten Schuss zum 3:1. So ging es in die zweite Pause. Ein sehr intensives Spiel nach wie vor. Dann gibt es doppelte Überzahl für die Ice Tigers. Elis mit dem Pass für Aronson. Der legt quer auf Mitchell. Und er zieht direkt ab im kurzen Eck. Landet der Puck im Tor zum 4:1. Die 49. Minute. Im 6. Spiel in Folge scored Mitchell sein 10. Scorerpunkt in dieser Zeit. 5,5 Minuten noch zu spielen. Was hat Mannheim noch dagegen zu setzen? Larkin über außen, schmeißt den Puck quasi einfach mal Richtung Tor. Und den lässt der ansonsten hervorragend aufgelegte Andy Jennecke passieren. Noch einmal Hoffnung bei den Adlern. 2 Tore Unterschied. Torhüter raus. Dann dieser Pass, der nicht ankommt bei McMurtry. Die Scheibe landet im leeren Tor. Siegel mit dem Schlusspunkt. Und hier sind die Stimmen zum Spiel. Man hat auf jeden Fall von Anfang an gemerkt, dass Mannheim hierher gekommen ist, um was mitzunehmen. Waren sehr stark im Vorcheck und haben ein starkes erstes Drittel gespielt, wo wir uns wirklich schwer getan haben. Zum Glück haben wir im zweiten Drittel unsere Tore gemacht und dann haben wir das Spiel ein bisschen an uns gerissen. Und am Ende sind wir sehr froh über 3 wichtige Punkte. Nürnberg holt den 6. Sieg in Folge und die Adler Mannheim und Bill Stuart. Nur ein Sieg aus den vergangenen 8 Spielen, weiterhin nicht auf der Erfolgsspur.